Moin meine ganzen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geogessa. Heute mit Bram, Sebastian und Übersteuerungspeter. Kurze Sache am Anfang, gibt eine kleine Regelanpassung, ja. Peter wollte das gerne so. Wir machen nur noch 3 Minuten Zeit pro. Wieso musst du mir jetzt nicht hier noch den schwarzen Peter zuschieben? Ja, aber du wolltest das ja auch. Nein, du wolltest das doch auch. Nee, ich wollte, dass wir uns nicht bewegen. Aber du hast dann gesagt, wir lassen einfach einen Timer machen. Genau, und da wollte ich will mich bewegen. Und dann habe ich das entschlossen, daraus dann 3 Minuten zu machen. Denn 3 Minuten ist eine vernünftige Zeit. Ich bin schuld. Hatet mich. So, ich würde sagen, wir starten die Challenge, oder? Okay. Gut, dann läuft die Eieruhr. So. Okay. Ach du Scheiße, wo ist das denn? Was ist denn das Thema eigentlich, Peterchen? Also die Map heißt Diverse World, also eine diverse Welt, also eine schöne Welt mit vielen unterschiedlichen Orten. Also hoffentlich haben wir viele schöne, tolle Orte, aber aktuell sieht dieser Ort einfach aus wie eine Straße im Dschungel. Das ist schön, ja, das kann jetzt halt, also sind wir jetzt in den USA, sind wir jetzt auf Palma de Mallorca, sind wir jetzt in Griechenland oder sind wir jetzt in Brasilien? Oder in Vietnam. Ich hab nicht die geringste Ahnung, das kann überall sein. 2 Minuten 25 nur, guck mal, da ist was. Was ist das denn? Oh, okay. Da geht's nach Saratok. Okay, cool. Okay, ich hab ein. Wo ist denn Saratok? Ja, ich hab was gefunden. Wo ist denn. Aber das reicht mir nicht. Das reicht nicht. Scheiße, 2 Minuten doch. Soll ich das Land finden? Wenn die Zeit läuft, wird geforst, irgendwas drauf zu drücken. Nur damit ihr Bescheid wisst, liebe Zuschauer. Da ist das Land. Schon mal. Boah, das ist eine. Ich weiß nicht mal, ob es Rechts- oder Linksfahrer sind, weil mir noch kein fucking Auto entgegengekommen ist. Und dann. Das ist doch zum Kotzen. Alter Junge. Das ist auf jeden Fall. Oh, aber interessant zu sehen, was die für eine Längenmaße haben. Was? Ja, was die für eine Maße haben. Also Längeneinheit. Wie viel Maß die haben. Ja, ob die Miles oder Kilometer haben oder was. Wie viel Maß die haben. Alter. Ich will auch noch ein Maß. Da ist Bock drauf. Alter, 1 Minute noch und ich habe keine Ahnung. Ja, da. Ich hab auf wie lange noch? Land, ja, 59 Minute. Sekunden. Was, ich bin Land halt schon? Immer noch als ob. Ah, das war easy. Das never. War easy. Lügenlord. So. Ich such noch die Städte. Echt? Ohne Scheiß. Ich reise einfach die ganze Straße entlang. Ich fühle mich richtig einsam. Ich habe einmal ein Auto gefunden. Hat mir nichts geholfen. Lol, stand ich weiß am wo. Rand. Also nein, Bram, also nicht tun. Zumindest das Land. Nein, bullshit. Hast du nicht gefunden. Nein. Ach scheiße, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Können wir das mal schnell proven? Gas, 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 Gas. Ja. 25 Sekunden noch. Ja. Wo ist denn dieses Dorf? Hast du das okay, Dorf ich mach einen Guess. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, ich geh auch mal hier hin. Hab gegessen. Ich hab keine Ahnung, wie lange hab ich noch? 8 Sekunden, ich gesse hier. So, oh, da fuck. Sind wir. Ey, ich hab keine Ahnung, Mann, ey, das ist so schlecht einfach nur. So, hier, da hört ihr die Eieruhr. Ihr müsst alle drücken, ich drück als letztes. Haben wir haben gedrückt. Schon, habt ihr alle, okay, Mac, guess. Hey! Ich war ja gar nicht mal so scheiße. Indonesien war's? Oder was? Nee, Moment. Malaysia. Das ist Malaysia? Das ist doch nicht Malaysia, also Alter, das ist Indonesien, oder? Ich hab ein Malaysia-Schild auf jeden Fall gefunden. Ich hab tatsächlich ganz am Ende hab ich so eine Reisfarm gefunden und dachte, oh ja, das könnte sowas wie, da ich nichts Chinesisches gesehen habe, das ist bestimmt irgendwie so Vietnam oder sowas. Ja, aber auch die in Vietnam, die haben andere Namen. Ich bin voll ausgerastet, aber. Also der weißt Meister, wenn du dir Vietnam mal anguckst, die haben so Tik Chang Pa, weißt du, die haben immer so Buyon Ma, die haben andere Art und Weise. Die heißen anders. Ja, keine Ahnung, Alter, da ist Saratok, was weiß ich. Ich hab mich voll vom Linksverkehr ficken lassen. Wie weit seid Wo ihr bist denn? Du denn hingegangen? Ich dachte, du hast ein Schild Japan. Gefunden. Ja, ich hab ein Schild Japan. Gefunden, Japan. Ich hab ein Schild gefunden, auf dem drauf stand Project Galan, in Klammern JPD.
Ach so. Oder Japan so, ist natürlich Linksverkehr, Ui. JPD, welches Land kann das wohl sein? Bei mir stand Jay, hast du auch Thailand geklickt? Ich bin bei Vietnam gewesen. Ich bin 944 Meilen entfernt, 1500 Kilometer, bin mit 2199 Punkten gerade am Start. Erster ist 2907, ich glaube, das ist Sepp, der Malaysia gedrückt hat. Ich würde sagen, wir machen die nächste Runde, oder? Ich habe Thailand gedrückt, ja. Let's go. Next round. Oh, das ist auch in Malaysia. Ja, auf jeden Fall. Das könnte auch Deutschland wieder sein. Da sind Schilder. Ja. Geil. Ach du das Scheiße. Das sieht schön hier aus, also muss ich sagen. Ach, das könnte Scheiße. Wirklich Deutschland sein. Nee, das ist nicht als Deutschland. Als ob das Deutschland ist. Siehst du schon. Wie, das siehst du schon? Da gab's doch schon ein Ortsschild, ey. Ihr müsst doch mal gucken. Alter, was? Mich verarschen. Schon wieder zur falschen Seite gelaufen. So, also Deutschland ist das schon mal nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. In Deutschland ist das nicht, das stimmt. Das ist kein Fall. Das habe ich auch schon gesehen. Aber das heißt nicht, dass ich dir sagen kann, wo das ist. Ja, das kann ich dir auch noch nicht sagen. Ich würde gerne in diese Straße da vorne rein, weil da ist nämlich ein Schild. Was ist das? Okay. Ah, okay. Das ist aber schon typisch. Komm, weiter. Wo könnte das sein? Das ist interessant. Ja? Inwiefern? Ja, ich weiß schon mal ungefähr, wo. Also, im Kontinent weiß ich, glaube ich. Wobei, hundertprozentig weiß ich das auch nicht, aber ich glaube zumindest. Das kann auch wieder am anderen Ende der Welt sein, Peter. Das hatten wir schon mal. Das kann tatsächlich wirklich am anderen Ort der Welt sein. Ja, das kann ich mal sagen. Danke für die Wiederholung, Jonathan. Ich glaube, das könnte am ganzen anderen Ort der Welt sein. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist hier bei uns um die Ecke. Ist das nicht in Wien? Ich glaube, das ist um die Ecke. Ah, das ist... Konntet ihr auch schon mehrfach abbiegen? Nee. Ja, habe ich aber nie gemacht. Ich habe den einen Ort gefunden, den ihr wahrscheinlich alle gefunden habt. Dann suche ich den jetzt auf der Karte. Ja, ich habe keinen Ort gefunden. Das ist meine einzige Möglichkeit, die ich habe. Okay, ich suche jetzt nach... Da sind Häuser. Okay. Eins. Gott, ich bin voll am Arsch. Wie ist das Ort nochmal? Alter. Bist du hier? Ich habe einen Straßennamen gefunden. Ich suche jetzt auf der Weltkarte. Oh, 42 Sekunden noch. Sehe ich gerade. Oh, what the fuck? Was? Wollte ich nochmal sagen. Nee, das ist hier nicht. Das ist ja Quatsch. Das andere ist es doch auch nicht. Okay, Land ungefähr, komm schon. Bitte. Aber wo? Die wo? In diesem riesigen Gedöns, Alter. Das ist ja. Ist doch nicht. Komm, das ist die größte Stadt in dem Land, oder? Ah, ne, vielleicht auch nicht. Komm, ich glaube, ich gehe dahin. Das ist nein. Ganz okay. Hier ist gut. Hier ist doch, hier ist schön. Ja. Oh, ihr hört es. Oh, ich muss gessen. Ihr dürft gessen. Ja, make guess. Ach, fuck off, ey. Okay, ihr habt alle. Okay, dann mach ich auch. Make guess. Leute, das war wirklich Finnland? Scheiße. Ja. Ich hatte auch auf Finnland geklickt und hab's dann woanders hingemacht. Oh, Alter, 157 Kilometer. Ich hätte nicht gedacht, dass Pal. Ich hätte nicht gedacht, dass Pal. Das war aber Zufall. Ich hab einfach gedacht, Finnland und hab einfach mitten reingeklickt. Paljaka habe ich gefunden, das habt ihr wahrscheinlich auch gefunden, das hört sich für mich nicht finnisch genug an. Weil da immer so Kimiriki und Sirijöko und Kükili und was weiß ich, was da alles so für Namen gibt. Naja, also ich habe Schweden getippt, was hattet ihr getippt? Finnland? Ich habe auch Schweden getippt. Schweden und Bram hat auch Finnland, ne? Wer hat Helsinki Finnland, genommen? Der war auf jeden Fall am besten. Ich. Nee, Bram war besser. Ich war besser. The current leader, Gott. 100 stimmt, aber the current leader, Gott. Na, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall weit weg. Naja. Nächster schöner Ort, ne? Let's go. Alter, das ist überhaupt so eine ewige Straße einfach nur. Das kann halt nicht wahr sein. In Köln. Das kann halt auch wieder Paljaka sein. Alter. Oh, da ist schon wieder ein Schild. Oh, fickt euch doch. Ich bin ja dran vorbeigefahren, ey. Nee. Ah, das ist ja easy. Na, ich glaube, ich bin falsch umgefahren. Oh,
Das hab ich doch vorhin schon gesehen, hier der Tipp. Komm, go, go, go. Fahr schneller! Nee, das ist nicht richtig genug, okay. Aber das ist ja schon mal das. Alter, ich bin ja echt im Nichts. Er bist du halt wirklich. Alter, Mann, keine Ahnung. Ich hab mal gehört, dass in Deutschland irgendwie auf pro 100 Meter, ne, pro Kilometer irgendwie 23 Schilder stehen sollen. Ich glaube nicht, dass das Deutschland ist. Das stand was. Ich auch sagen. Okay. Echt? Dann bin ich in die andere Richtung gefahren, Peter. Bei mir stand noch nichts. Oder ich hab's übersehen. Ich hab doch schon ein Ortsschild. Ja, das hab ich auch gefunden, aber was bringt mir das? Gar nichts. Doch, da ist ein Kinderwagen, da ist eine Frau mit dem Kinderwagen. Alter, was weiß nicht, wo das ist, Mann. Was ist da zum Kotzen? Kann man denn hier mal schneller reisen? Hier, so kann man schneller reisen. Ja, müssen wir hier in die nächste Stadt. Ja. Ich hab einen Shop. Als ob. Hier ist ein Shop. Das sieht aus wie letztes. Wie sieht das aus, Jay? Das sah aus wie letztes Mal. Hier die Orte. Als ob wir hier schon mal waren. Wie geil! Bei irgendeiner Geogesser-Folge. Wieso stehen denn da keine Währung dran? Okay, eins. Okay, keine Ahnung. Land habe ich. 1,11 noch. Es könnte wirklich das. Alter, das hätten wir doch schon mal. Alter, Junge. Wenn ich weiß, wo das hier ist, Junge. Da kostet eine Pfanne kostet 250. Und Kaffee kostet 99. Alter, 47 Sekunden. Fick mich hart. Ich hab das Land noch nicht. Ich auch nicht. Alter, ohne Scheiß, hier waren wir wirklich schon mal. Genau in der gleichen Stadt. Genau in der gleichen Straße. In dieser Folge, oder? Nee, nicht in dieser Folge. Oh, ich hab keine Ahnung, ich drück da jetzt 20 Sekunden noch. Okay. Glaube ich, ja. Alter, das ist... Was denn da keine Währung dran, ey? Das kann doch nicht sein. Alter. Ah, okay. Ich... Erst was piept. Mac auch ein Guess. Ich hab noch keinen Guess gemacht. Ich find die Stadt eh nicht. Ich hab das Land gefunden, war damit schon zufrieden. Jetzt dürft ihr guessen. Habt ihr alle? Hab ich. Okay, dann mache ich auch. Nein! Guessen. Es war Schweden. Ja, da hab ich mir schon recht gehabt. Weil diese ganzen roten Häuser, das sah alles gleich aus. Das hatten wir nämlich schon mal. Vor kurzem. Schweden hat, finde ich... Voll krass ist, die haben Straßenschilder, die sind so blau, gelb, lackiert. Wie so die Fahne halt, mit den Farben. Was? Ach so, keine Ahnung. Ja. Was hast du denn genommen? Ich hatte Dänemark. Ach so, das ist auch Schweden. Weil da was mit Preise stand. Das hörte sich alles von der Sprache her zu niederländisch an. Dann bist du, wegen den Währungen bist du nach Krone gegangen, oder? Ich verstehe. Ja, aber... Das ist. Das ist dumm gelaufen, in Schweden auch die Krone. Keine Ahnung, wie das in Schweden heißt, aber das sah auch sehr. Das sah sehr schwedisch aus. Okay, das ist, glaube ich, schon die letzte. Nee, ist halt vorletzte Runde kommt jetzt, ne? Play next round, let's go. Okay, und wieder auf der Straße im Nichts. Okay, da war Peter doch schon mal hier in der Savanne. Scheiße. In welche Richtung sind Häuser? Da hinten sind Häuser. Alter, das kann halt wirklich. Das könnte Holland auch sein. Nee. Doch, diese Links- und Rechtsmarkierung gibt es in Holland. Keine gelben Schilder. Habe ich den Tipp gegeben, ne? Wir haben die gelben Schilder. Was ist denn das für ein Schild? Ja, ist gut. Also Links- und Rechtsverkehr kann man auf jeden Fall gut auf der Straße erkennen. Ja. Auf jeden Fall schon mal einen guten Vorteil. Komm, da steht doch was drauf. Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, das ist doch relativ eindeutig. Ja, das ist einfach. Alter. Ich glaub's, ne? Ja. Holland. Rotterdam habe ich gefunden. Wo ist das denn? Okay, in welcher verkackten Sprache heißt Parken denn so? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß schon wieder? Tja. Komm, schneller!
Das ist... Du Wichser. Lol. Ja, das ist doch nicht wahr, oder? Ich habe euch jetzt echt einen Tipp gegeben. Lol, Alter. Das ist nicht Holland, oder? Nee, ist nicht Holland. Hör auf uns zu verarschen! Alter, ohne Scheiß! Ich hab Mikeli gefunden. Oh mein Gott, jetzt 50 Sekunden noch. Alter, ich hab keine Ahnung, wo das ist. Wo ist denn das? Geilo! Es gibt Geilo. Wie nice ist das denn? Scheiße. Alter, das muss irgendwo hier sein, oder? Schon mal geklickert. Scheiße. Super. Ja, vor allem, weil man jetzt so viel Stress hat hier mit der Zeit, Alter. Das ist echt, das macht einen stressig. Okay, ich hab keine Ahnung. Das ist aber, cool, aber ich wäre auf jeden Fall eine geile Folge gewesen mit Bewegt euch nicht. Ja. Also, ja. Wäre vielleicht nicht so geil gewesen. Alter, ich hab. Oh! Ja, dann guesst mal, ihr Freunde. Gegessen. Hab gegessen. Okay. Ich guess okay, ein. Ich hab auch gegessen. Oh, Mann, habt ihr? Oh nein! Habt ihr alle? Geil, make guess. Ja. What? Das war halt nicht schon Dänemark? Wieder fucking Schweden. Ach, Scheiße, 184 habe ich. Mann, ey, ich hab Borgholm gefunden. Ja, Borgholm habe ich auch gefunden. Ja, aber da ist Borgholm. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, guck mal, hier gibt's mega viele Holms in scheiß Dänemark. Ja, ich habe nämlich auch Dänemark gekriegt. Hier, da ist Svendborg gibbelt und dann gab's Sonderburg. Nee, ich war in der Stadt, die hieß irgendwie Ödland am Udde oder so und da gab's halt wieder diese geilen Verkehrsschilder. Alter, wir waren da unten in der Straße am Meer? Ich hab nicht mal ein Meer. Ja, Alter, da ist der lange Jan. Oh, kein Meer. Ja, lange Jan. Gute lange Jan, ja, schön. Zweimal Schweden ist es natürlich hart, fies. Aber ja, und einmal Finnland vor allen Dingen auch noch. Ja, es gibt wohl nicht so viele Orte auf der Welt, die schön sind. Also Vietnam, was war das? Philippinen oder sowas? Und dann zweimal Schweden und einmal Finnland. Mal gucken, was das letzte ist. Let's go. Ja, ja, okay, geil. Oh, jetzt sind wir aber hart so in der Wüste. Aus. Was ist denn das daran ist schön? Schweden, oder? Ja, wenn das jetzt Schweden das ist, Alter. Das ist Schweden. Alter, wo ist das denn? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ja. Da ist ein Schild. Kann ich zurück? Ja! Ist klar! Okay, ist auf jeden Fall irgendwo hier. Okay! Ich habe mir schon gedacht, dass das sowas ist. Aber ja. Ich kann dieses Schild nicht entziffern. Ich kann die schon ganz gut entziffern, aber ich kann. Ja. Damit nichts anfangen, ja. Das meinst du? Alter! Man darf hier 30 fahren auf der Straße. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Ja. Okay. Und das sollen schöne Orte sein, Peter, hier. Das soll schön sein. Ja, was soll ich... Was weiß ich, Alter? Ich hab die scheiß Dingens nicht gemacht. Naja, Mitsubishi gefunden. Oh, okay, verstehe. Das kann natürlich jetzt einiges sein. Schon das Land raus? Ja. Nein. Echt? Audi fährt hier. Also ich würde sagen, ich kenne die Region. Da bin ich mir sicher. Kontinent kann ich dir sagen. Welcome to Gates. Nicht mehr den Kontinent könnte ich dir genau das sagen. Aber vielleicht Welcome kann ich ja aber. Steht da hier. Ja, ist aber lang nicht mehr gerichtet in England, ey. Mensch. Was sagt die Uhr? Ah, 1:20. Ah, ja, schön. Entspannt. Ah, super entspannt. Ich hab noch kein da, Schild gefunden, wo ich hin muss. Moment. Was ist das denn da? Okay, ja. Komm, ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass das fucking Land ist, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das sein kann, aber zumindest grob in die Richtung. Wird auf jeden Fall von den Zeichen her hinkommen, was hier so steht.
Das kann alles sein, Mann. Alter, du fährst ja stundenlang durchs Nichts. Ja, Wüste, ne? Nennt man so. Alter, wie weit ich schon gefahren bin. Ich müsste doch irgendwann mal ankommen. Da steht auch Welcome to Garbs oder so ein Scheiß. Ja, wo ist denn Garbs? Ja. Wie Alter, ist das so? Also, hast du auch Garbs Scheiß nicht mal. Er kennt denn nicht Garbs? Nee, mega. Also die letzte Runde wird keine richtig Ahnung. Lucky, finde ich gut. Du bist doch in Führung, da. Ist schlecht für dich. Komm, nee, du müsstest doch. Wie lange haben wir noch? Bestimmt noch ein paar Sekunden. Wie lange oder? Wir noch haben? Ich sag dir ganze 7 Sekunden. Okay, da. Was ist das denn hier? Ist das die Tankstelle? Keine Ahnung. Ja, make guess. Okay, make guess. Ja, Saudi-Arabien, let's go. Ach komm, ey! Oh. Was? Tunesien? Nein, Tunesien! Okay, ich hätte dir doch nicht den Kontinent sagen können. Oh. Wusstest du nicht, dass man da auch so eine komische Schrift hat, dort? 2000 Kilometer. Moment, ja, gab's. 2500 Kilometer. Da gab's auch, wenn der ganze Arabien. 2500 Kilometer. Hat noch jemand Israel? Israel? Nee. Ägypten habe ich. Nee, ich Libyen das sah genommen. Halt mega nach irgendwie. Also nicht Israel, Jordanien. Wüste und Saudi-Arabien und so halt ähnlich aus. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das ja sowas Katar, Bahrain und Dubai. Dann nee, habe ich einfach irgendwas da unten ja. In der Nähe. Ich habe mal einen LKW, gefunden, auf dem stand drauf Libya. Ah, okay. Views. Aber das war wohl irgendein so ein Transitverkehr. Da ist auch Garbes. Garbes also. Ist voll die große City da. Herzlichen ich bin Glückwunsch da durchgefahren. An den Sieger. Bramen. Jawohl. Ich glaube, das ist mein erster Sieg gewonnen. Ever in dem Spiel. Nice one. Oh. Also, du bist aber, ja, waren eigentlich, ja, wir waren doch schon sehr weit immer abgeschlagen. Schweden war ich stark. Ja, Schweden, hast du wahrscheinlich die fetten Punkte geholt mit den 4500, 4700. Da hast du auf jeden Fall, du hast doch da. Ne, ich habe auch zweimal 4000er Werte gehabt, zwar, aber das hat mir letztendlich nichts gebracht, weil ich den letzten halt komplett reingeschissen habe. Da habe ich bin der Einzige, Jan. Der lange Jan, ey. Ne, der lange Jan, der war noch okay. Oh Mann, ey. Ja, ich hab nicht gehabt. Die ersten direkt voll verkackt, 5000 Kilometer. Ja. Lasst es uns wissen, wie ihr es fandet, wenn wir unter Zeitdruck stehen. Ansonsten war es wieder eine Folge GeoGuessr. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.